der Himmel, ich melde mich diese Woche auf zum Thema Vorurteile. Und ich habe ganze 4 Stück für euch rausgefunden, wovon von einem Vorurteil, wo ich selber das mal geglaubt habe, lange Zeit, weil ich es einfach nicht besser wusste. Hi, ich bin's, der Emil. Erstens, dass es Transsexuelle sind gleich Transvestiten. Also das ist das, was ich auch lange geglaubt habe, weil ich den Begriff Transsexualität halt einfach nicht kannte. Und dann habe ich das dann gleich mit Olivia Jones verglichen. Also ich dachte, Transsexuelle sind sowas wie Olivia Jones. Das haben, und das denken heute, glaube ich, immer noch sehr viele Leute. Bei Transfrauen zum Beispiel, wenn die noch am Anfang sind, dass die dann sowas sind. Oder bei uns dann, wenn man sagen würde, wenn wir schon Perfing haben und dann sagen, wir sind transsexuell, dass es da Leute gibt, die sich dann vorstellen, dass wir uns dann so verkleiden, weil die halt einfach nicht wissen, was Transsexualität ist. Oder vielleicht schon, aber viele haben als erste Verknüpfung im Kopf halt, Transsexualität ist gleich Trans, Drag Queens. Und ja, das ist leider traurig, aber ist halt so. Zweitens, das haben bestimmt einige von euch auch schon erfahren, und zwar, wenn man noch ein Kind ist, könnte man das sich beurteilen, ob man trans ist oder ob das nur eine Phase ist. Also man wird halt nicht ernst genommen. Das ist halt so ein Vorurteil, finde ich halt, weil das Thema ist halt sehr ernst. Also es verändert dein Leben komplett. Aber dann trotzdem zu behaupten, dass Kinder grundsätzlich daraus nicht entscheiden können, oder zumindest ernst zu nehmen, ist nicht, glaube ich, oft der Fall. Also es gibt viele, die dann warten müssen, bis sie endlich 18 sind, weil sie mit 17 zum Beispiel das leider ohne die Einverständniserklärung der Eltern nicht machen können. Und das finde ich sowas von bescheuert, ob man da jetzt mit 17 oder mit 18 anfängt. Also das macht keinen Unterschied. Aber ist leider so. Kann man auch nichts ändern. Ja, da kann man echt nichts ändern. Also ich weiß nicht. Also ich finde, wenn man noch Kind ist, 8, 9 Jahre alt, nee, da kann man auch nicht. Also ich finde, zumindest wenn man gerade so jung ist, dass man einen Hormonblocker oder sowas kriegt, damit sich das. Aber die meisten Eltern sind einfach auch nicht aufgeregt, die wissen gar nicht, was ein Hormonblocker ist, dass es solche Möglichkeiten gibt, und den das Kind halt einfach dann raus halt, ne? Das ist so, dass es gar nicht trans ist und so. Und dann später dann kommt es dann wieder. Leider ist es so traurig, aber trans, wenn man sagt, man ist trans, oder ja, sagt das etwas über die sexuelle Orientierung aus? Was viele denken ja automatisch, weil es transsexuell ist, das ist genau sowas, was mit homosexuell und heterosexuell zu tun hat. Und ja, gut. Ich glaube, das hängt vom Gegenüber ab, die das jetzt miteinander vermischen, dafür was die einen jetzt halten, für homo- oder heterosexuell. Aber ich habe gelesen, dass die meisten denken, dass Transsexuelle automatisch homosexuell sind. Weiß ich nicht, ich habe da jetzt nicht so die Erfahrung gehabt, aber vielleicht weil ich homosexuell bin, aber aber das ist tatsächlich oft können das nicht auseinanderhalten, verstehen nicht, dass da ein Unterschied ist. Das ist eine über die Identität und das andere über, ja, über das, worauf man steht halt, ne? Geht, was ich für einen Vorteil, also jetzt noch zu dem Punkt halt, wenn man als Transmann homosexuell ist, also auf Männer steht, gibt es tatsächlich auch viele Transmänner, die es zumindest nicht so ganz verstehen, wenn man schon vor den geschlechtsangleichenden OPs Geschlechtsverkehr mit anderen Kerlen hat. Das können einige nicht so wirklich verstehen, aber die sind dann nicht unbedingt gleich transphob oder wie soll ich sagen, beleidigt, sondern die können das leider von sich selber halt auch aus nicht irgendwie, und deswegen aber habe ich jetzt keine schlechte Erfahrung gemacht. Also ich habe Leute getroffen, die sagen,
Okay, das könnte ich mir das nicht vorstellen. Bei mir ähnlich gewesen. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Doping. Oder dass man so gerade Leute, die Muskelaufbau betreiben, also von Transmännern, wenn dann irgendjemand erfährt, dass er Testo nimmt, dann denkt er natürlich, das liegt automatisch an dem Testo, dass das frei wird. Aber wenn man sich allein unseren Channel anguckt, da nimmt ja auch jeder Testo, wie unterschiedlich wir aussehen. Also ohne Sport kommt da nichts. Wenn man nicht da wirklich aktiv Muskelaufbau macht, dann wird man nicht breit, wie unser Leo zum Beispiel. Dann bleibt man eher schmal wie ich. Und klar, wir kriegen alle mehr Muskeln, aber das ist halt jetzt nicht irgendwie so wie bei Bodybuilding oder so. Vor allem, das kriegst du irgendwie durch Muskelaufbau. Also von nichts kommt nichts. Und das finde ich dann immer, wenn man irgendwie rauskommt, dass man Testo nimmt, dass man das dann direkt darauf reduziert, dass das nur daran liegt, finde ich immer sehr schade für die, weil das halt nicht stimmt. Und halt auch zu dem Punkt, es gibt ja die deutsche Anti-Doping-Behörde, Verein, wie auch immer, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall ist es halt auch für Transmänner, ne, für Transfrauen ist es, glaube ich, aber schwerer. Und für Transmänner ist auch halt, wenn man Leistungssport betreiben will, ja, ist das gar nicht so einfach. Weil man wird erstmal bezichtigt, dass man, wenn man halt immer auf höheren Ligen schon spielt, dann, und dann, ich weiß nicht, auf welcher Liga, hängt auch vom Sport, von der Sportart ab, ne? Dann werden ja aber auch Dopingtests mal gemacht. Also wenn dann irgendwann mal, wenn man so hoch oben spielt, dass man da auch Dopingtests machen muss, dann würde man erstmal da bezichtigt, dass man Doping macht. Weil Testosteron halt ein Dopingmittel ist. Aber was man bedenkt, dass unser Testosteron-Level nicht höher ist als bei normalen Männern, wenn man so ganz auf normalen Level ist, finde ich das echt, also das ist dann nur, ich glaube, das ist einfach nur ein Vorurteil, dass man sagt, automatisch, wenn du Testo nimmst, bist du ein machst du Doping, betreibst du Doping. Finde ich echt bescheuert. So, das waren alle 4 Vorurteile. Kennt ihr noch welche? Habt ihr schon mal welche selbst erlebt? Also, ich habe gedacht, also so jetzt richtig schlimm, noch nie so mit Diskussion Auseinandersetzung gehabt. So, manchmal hat man manche Sachen, da habe ich ja jetzt gedacht, hat man dann Leute getroffen, die irgendwie so denken, aber hat mich jetzt nicht so betroffen, dass ich das eben schlimm als schlimm empfange. Gut, das war's dann bis von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, mir ist noch was eingefallen, das ihr ja von euch vielleicht kennt. Wenn ihr euch outet, sagen die Leute, das hätte ich bei dir nie gedacht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sieht doch gar nicht aus wie ein Kerl. Das ist ein Vorurteil, den habe ich schon mal gehört. Und dann dachte ich, ja, also, dann wusste ich nie, was ich sagen wollte. Ich so, wie, was, hä? Also, habt ihr das auch gehört vielleicht? Also beim Outing war das bei mir, das hat mal eine Freundin zu mir gesagt. Man meinte, ich hätte so schmale Hände oder so, kann es sich gar nicht vorstellen. Ja, gut, mittlerweile sind wir gute Freunde, aber das fand ich sehr, sehr komisch, da habe ich mir gedacht, was stellt sie sich denn vor, wie ein Transmann aussieht? Naja, bis zum nächsten Mal, ciao.